Triple O in seiner Penthouse-Wohnung auf St. Pauli. Kommt mal mit, wir schauen uns das mal an. Hey, Elbkick TV, da seid ihr. Kommt rein, ihr gute Stube. Kommt rein, ich hab keine Zeit. Nicht zu. Ich zeige euch gleich mal als erstes meine miese Urkunde aus Ghana. Habe ich damals abgestaubt. Ist überragend. Dann zeige ich euch mal meinen Tisch hier, wo ich ein bisschen chille, ein bisschen lerne und so. Ein paar Bücher am Start und so. Sieht natürlich top aufgeräumt auf. Nein, natürlich, meine Haushälterin ist natürlich nicht da. Deswegen sieht das so aus. Dann zeige ich euch erstmal meine miesen Flachbildfernseher, habe ich auch gerade vor kurzem geschossen. Der ist natürlich mies, die Quali geht über gar nichts. Ich will euch lieber nicht sagen, was der gekostet hat, weil sonst fällt der natürlich vom Stuhl. Das geht gar nicht. Ist natürlich mein Baby hier, ne? Meine Konsole ist gerade nicht da. Die hat mein kleiner Bruder abgezogen, aber die hole ich mir bald wieder. Versprochen. Dann natürlich mein mieses Bett hier. Passieren auch ein paar Sachen hier, ne? Wisst ihr ja. Hier werden meine zukünftigen Kinder wahrscheinlich gezeugt. Auch eine coole Sache hier. Hier bin ich auch mit meinen Homies am Chillen. Bisschen grillen, bisschen die Sonne genießen hier. Die Aussicht ist natürlich tipptopp. Erinnert ein bisschen an Hollywood. Ja, aber es ist im Prinzip St. Pauli. Aber auch ein bisschen was von Hollywood. Mal ein bisschen runter gucken. Dann haben wir die Nachbarn. Auch meine Homies alle hier. Alles überragend. Man kann sich nicht beklagen hier auf St. Pauli. Hier ist das Bad. Hier habe ich natürlich nach den Spielen chill ich hier ein bisschen. Whirlpool und so ist natürlich alles am Start. Ne? Muss natürlich sein nach dem Spiel. Vieles hier aber nicht. Mieses Licht am Start, ne? Alles tipptopp. Hier kann ich das alles einstellen mit dem Whirlpool. Habe ich gerade auf 44 Grad, 41 Grad. Mehr aber auch nicht. Man darf ja nicht zu viel machen. Ne? Aber das ist okay alles hier. Geht mal jetzt alles, geht mal raus hier. Geht mal raus. Wir gehen in den nächsten Raum. So, zeige ich euch mal die Tip-Top-Küche. Die ist natürlich auch top aufgeräumt. Wenn ihr das gleich seht, kann man natürlich nicht sagen. Überragend. Man kennt es nicht anders. Wenn die Haushälterin gerade nicht da ist, dann sieht es halt so aus. Aber ich komme schon damit klar. Der Ofen sieht natürlich auch immer super sauber aus. So wie es sich gehört. Mein super Kühlschrank, der natürlich auch gefüllt werden muss. Man sieht es ganz klar, was da alles drin ist. Jede Menge. Pommes, Pizza, alles Mögliche, was man so braucht. Halt Fußballernahrung, ne? Ein paar Getränke am Start. Auch wieder schön voll. In Ruhe ansehen. Was halt alles so in der Penthouse-Wohnung ansteht. Nichts Besonderes. So Leute, jetzt habt ihr auch genug gesehen. Jetzt bin ich der Meinung, ihr könnt rausgehen. Denn ich habe keine Zeit. Kommen Sie zu, dass Sie rauskommen. Komm raus, 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 raus. Raus mit euch. Komm raus. Tipptopp, schnell, schnell, schnell raus. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao.